Ja, mein Name ist Jörg Böckem, ich bin 44 Jahre alt, lebe in Hamburg und arbeite als Journalist und war viele Jahre in meinem Leben heroinabhängig, habe 3 stationäre Drogentherapien hinter mir und Dutzende von Entgiftungen. In den letzten Jahren meiner Sucht habe ich parallel als Journalist gearbeitet für den Spiegel und die Zeit und einige andere. Schreiben ist mein Beruf, ich liebe es zu schreiben und was liegt da eigentlich näher, als darüber zu schreiben, was ich am intensivsten überhaupt jemals recherchiert habe, so meine eigenen Erfahrungen. Das war früher mein Büro. Ich erinnere mich, dass ich mal hier am Schreibtisch gesessen habe, mit dem Rücken zur Tür und dann so vor der Brust mir mein Heroin aufgekocht habe und in dem Moment ging hinter mir die Tür auf und die Sekretärin wollte mir irgendwas sagen, irgendwas reinbringen und ich musste dann irgendwie schauen, dass ich alles so verstecke, dass keiner was sieht und möglichst ruhig bleibt, damit keiner merkt, was ich da gerade mache. Das sind Kulturspiegel-Ausgaben aus den Jahren 99, 2000. Das war für mich eigentlich so die schwierigste und anstrengendste Zeit. Ich habe sehr viel geschrieben in der Zeit und war aber auch komplett drauf und habe zum Teil Recherchereisen und Interviews in Zuständen machen müssen. Da verstehe ich bis heute nicht, wie ich das durchgehalten habe. Ich weiß, dass ich Brad Pitt bei den Filmfestspielen in Venedig interviewen sollte für einen Kulturspiegel, für die Titelgeschichte. Und ich war total drauf, hatte aber Angst, Drogen mit ins Flugzeug und mit über die Grenze und habe mich dann notdürftig mit Codein-Tabletten, Substitution eingedeckt, um halbwegs über die Tage zu kommen. Und ich habe in einem der schönsten Hotels Venedig gewohnt, im gleichen Hotel, in dem Brad Pitt gewohnt hat. Und mir ging es nur hundeelend. Ich habe nur bei abgedunkelten Fenstern im Zimmer gelegen und gewartet, dass der Interviewtermin kommt, dass der Filmtermin kommt, dass ich endlich wieder nach Hause fliegen kann. Und mir ging es so hundeelend. Ich konnte kaum auf meinen Beinen stehen. Letzten Endes war es immer so, dass ich es irgendwie geschafft habe, für diese eine halbe, dreiviertel Stunde so alles, was noch an Restenergie war, da war, zu bündeln. Ich weiß selber nicht genau, wie es geklappt hat. Ich habe an manche Dinge auch nur rudimentäre Erinnerungen. Ich habe eben mal das alles so durchgeschaut, was ich in den Jahren alles geschrieben habe. An viele Texte erinnere ich mich gar nicht. Ich habe Texte gefunden, da habe ich gedacht, den habe ich getroffen, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß das zum Teil nicht mehr. Ja, auf der Toilette habe ich mir dann wenn ich in der Redaktion sein musste, in der Mittagspause, wenn die Kollegen zu Tisch waren und die Wahrscheinlichkeit besonders hoch war, dass möglichst wenig die Toilette möglichst wenig benutzt wird, dann hin und wieder auch mal einen Druck gesetzt. Also ich habe meistens, wenn es irgendwie möglich war, diese Toilette genommen, weil ich da so in der Ecke an der Wand war und ich auch das Gefühl hatte, so ich bin am weitesten weg, wenn jemand sich die Hände wäscht oder wenn jemand auf dem Pissoir ist. Oder war das immer so dieses, das Eckklo war immer das Klo meiner Wahl. Aber ich erinnere mich natürlich doch deutlich daran, wie panisch ich dann auch danach mit Klopapier, so die versucht habe, sämtliche Blutspritzer zu beseitigen und dass ich dann totale Panik hatte, irgendwas übersehen zu haben, dass dann nach mir jemand drauf geht, der mich rauskommen sieht und dann sieht, dass da nur Blutflecken sind und so. Das sind natürlich so alles Dinge, die mich dann damals so umgetrieben haben und mich nicht losgelassen haben. Also es war schon, also gerade der Redaktionsalltag war voller Fallstricke, also da hätte so viel schief gehen können. Ich habe unter einer unmenschlichen Daueranspannung gestanden. Und auf der anderen Seite erinnere ich mich aber noch ganz genau an diesen Moment, wenn es dann geklappt hat, dass ich dann wirklich auf dieser Toilette saß, so in mich zusammengesunken bin, mich an die Kacheln gelehnt habe und wirklich so dieses Gefühl, so jetzt ein paar Minuten durchatmen. Das ist so ein paar Minuten Ruhe, bevor das ganze Verstellen und Verstecken und sich anstrengen weitergeht. Also das war dann die andere Seite. So, das ist dann auch so dieser Entspannungsmoment, wenn es dann endlich geschafft war und ich noch so ein paar Minuten mich ausruhen konnte und die Drogenwirkung genießen konnte.
Ich weiß noch, wo ich das erste Mal was genommen habe, habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein, das ist alles, da passiert ja gar nichts. Und deswegen machen die Leute da so ein Riesendingens drum. Es passiert ja überhaupt nichts, außer dass es mir gut geht, dass es mir schön warm ist und ich fühle mich angenehm und ruhig. Sonst passiert nichts. Und wie kann man da abhängig von werden? Das kann ja überhaupt nicht sein, sind die alle blöde. Und das ist ja das Gefährliche dran, dass es eben Sachen gibt, die deinen Kopf mehr kontrollieren, als du Kontrolle hast. Sie hat doch gar keine Bewegung. Da ist irgendwas. Sie hat doch gar keine Fortbewegungsmittel. Nee. Mama, ich habe Hunger. Gehen wir jetzt. Ich habe immer Hunger. Ich kann nichts essen. Nein, es ist auch schon Essenszeit. Meine Freundin hat mich neulich auch gefragt, meine älteste Freundin, ob mich das nicht sowas von ankotzt. Nach 30 Jahren. Natürlich kotzt mich das an, aber klar, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, allein das ganze Geld, die ganze Warterei, diese Jahre, die ich irgendwelchen Parkplätzen oder irgendwo gewartet habe und die Zeitverschwendung und die Zeiten, wo ich irgendwie alles abbrechen musste und abhauen musste. Natürlich bereue ich's, aber ich denke mal, der Punkt, wo ich das erste Mal was genommen habe, da habe ich wahrscheinlich selber genau dahin gearbeitet. Das musste so kommen, weil ich ja vorher auch nicht glücklich war, so wie ich war. Ich glaube nicht, dass meine Kinder da mehr gefährdet sind, eher weniger als Kinder anderer Leute. Ich glaube sogar eher dadurch, dass die wissen, was ich alles für Leid ertragen musste, dass die sich das dann eher 10-mal überlegen und mehr als eine schöne Kindheit ihnen bieten und ihnen eine schöne Zeit verschaffen und wirklich die Möglichkeit geben, Kind zu sein, kann ich auch nicht machen. Und wenn das dann nicht klappt, dann ist es zumindest nicht meine Schuld. Nein, jetzt gehen wir nach Hause. Ja. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste, dass die Kinder immer das Gefühl haben, ich bin für sie da, also dass ich absolut zuverlässig bin. Ich bin so froh, dass die Kinder nach der Schwangerschaft keine Entzugserscheinungen hatten und dass auch in ihrer Entwicklung alles normal verlaufen ist. Im Gegenteil, ich kann eher sagen, dass die Kinder sich schnell und ganz normal entwickelt haben. Natürlich machen wir eine Testphase. Ich habe mir jetzt mal überlegt, was würde ich machen, wenn jetzt Maike auszieht und Wiebke wäre nicht da. Ich wüsste es nicht. Also, es gibt ja Menschen, die sagen dann, ja, ich habe diesen, das Hobby und ich gehe, was weiß ich, klettern und das. Habe ich alles nicht. Ich mache eigentlich, wenn ich was mache, dann mache ich es für die Kinder. Ich fahre in Urlaub, wo es kinderfreundlich ist. Wir gehen weg. Wir gehen machen Radtouren mit den Kindern. Ja, sind halt meine Kinder. Nur wir haben uns schon lieb, oder? Ja, wir sind auch ein gutes Team. Ne? Ein gutes Team, wir haben viel Spaß. Was hast du letztes Jahr gesagt? In Nürnberg? Wie meine Rosenbüch. Meine Rosenbüch. Ich bin hier Rosenbüch. Meine ersten Erfahrungen mit illegalen Drogen habe ich mit 14 gemacht. Da habe ich mit Detlef, meinem ältesten Freund, zum ersten Mal gekifft. Das habe ich dann so 2 Jahre gemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das nichts für mich war. Ich habe dann irgendwann auch so Paranoia bekommen und Angstzustände und Stimmen gehört. Und das machte dann keinen Spaß mehr. Und dann habe ich 2 Jahre lang
interessanterweise wieder eine Phase, erste große Liebe, so mit 15. Und in der Phase habe ich dann gar keine Drogen genommen, wirklich so total gesund gelebt. Kein Alkohol, nicht mal Kaffee, keine Zigaretten, nix. Und nach der Trennung von der Lise damals, wirklich, hat es keine 2 Wochen gedauert, bis ich dann so alles an Drogen, was der Markt damals so hergab, ausprobiert habe. Also es fing an mit LSD und Amphetamin und dann kam ziemlich schnell Heroin und Kokain. Heroin wirkt zuverlässig gegen alles. Gegen Zahnschmerzen, gegen Verlustangst, gegen Einsamkeit, gegen Versagensängste, gegen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, alles. Alles, was uns bedrängt, bedroht, schmerzhaft, unangenehm erscheint, wird durch Heroin abgemildert. Und das ist natürlich gefährlich. Also, wenn ich weiß, wenn ich jemand bin, der einen bestimmten Zustand schwer aushalten kann, und ich weiß, es gibt ein Mittel, das mich auf Knopfdruck von diesem unangenehmen Gefühl befreit, ist natürlich schwierig, das nicht immer wieder neu machen zu wollen. Also ich bin nicht so eine Gluckenmutter. Ich liebe meine Freiheit und mein Alleinsein und meine Wahl, mit wem ich zusammen bin, liebe ich sehr. Aber trotzdem liebe ich die alle drei. Was dieses Mal sehr schön war, dass Maike und ich wirklich entdeckt haben, dass wir eine sehr, sehr starke und enge Beziehung haben. Und Maike hat das mir auch schon gesagt, dass es für sie sehr, sehr wichtig ist, dass sie diese Großmutter hat, auch wenn ich nicht da bin, und dass ich sie auch bestärke. Aber nicht so toll, weil wenn du loslässt, ich würde das nicht machen an deiner Stelle. Schnallst du das auf deine Finger? Weil Wiebke ein bisschen leicht ungeschickt ist und nein, komm mal hier, ich helf dir. Am Griff festhalten, hier. Ja, das ist der ich helf dir ein bisschen. Und dann, so. Ja. Ganz schön stark, ich ziehe jetzt nicht mit, ne? Ja, Wiebke, ich mach mal so und dann hör mal, ob du den Sound hörst. Ja. Du, ja? Ja. So. Grundsätzlich haben wir schon eine gute Beziehung. Wir schreiben uns auch viel. Wo ich 12 oder 13 war, wo sich meine Eltern haben scheiden lassen, da war das total scheiße und hat irgendwie schon mein Leben in gewisser Weise kaputt gemacht. Aber das kann ich, das ist ja auch nicht, war ja auch nicht irgendwie böse Absicht, dass sie beschlossen haben, wir machen jetzt mal alle, was wir wollen, sondern es ist halt einfach passiert, dass die sich nicht mehr verstanden haben. Und ich konnte das wirklich nicht mehr aushalten. Und ich habe da lange, lange drüber nachgedacht und schlaflose Nächte gehabt, weil ich meine Kinder geliebt habe oder sie immer noch liebe. Ja, uns ist das aber ganz anders verkauft worden. Uns ist das verkauft worden so nach dem Motto, ja, es ist ja viel vernünftiger, wenn ihr hier bleibt in der Wohnung. Und bleibt doch hier und ihr habt ja eure Freunde und sie weiß ja gar nicht, wo sie hin will, so nach dem Motto, also lass sie mal gehen und bleib mal lieber hier, ist besser für euch. Ne? Das habe ich als Kind überhaupt nicht gewusst und mir kam das einfach so vor, ja, die geht jetzt weg und lässt uns hier mit ihm alleine aus Vernunftsgründen, was ich, natürlich wollte ich nicht weg von meinen Freunden, aber das ist, wie erklärt man das, ein 12-jähriges Kind, du bist ja total zerrissen. Du kannst ja nicht sagen, entweder du lässt deine Freunde alle im Stich und bist bei deiner Mutter oder du musst deine Mutter gehen lassen und bist bei deinen Freunden. Ja, das ist beides gleich scheiße. Und der Vater hat nicht, das habe ich nicht ahnen können. Damals hatte er nämlich mit der Christiane, die sind immer zum Reiten zusammengegangen und die haben sich sehr gut verstanden. Ich habe nicht ahnen können, dass er eigentlich sich überhaupt nicht um seine Kinder gekümmert hat. Und das war natürlich total schlecht. Hast du eigentlich mich mal gefragt? Weil wir haben uns ja auch immer so am Wochenende gesehen. Oder? Doch, das ich weiß es ja gar nicht mehr. Ja, doch, aber ich wusste das. Ich weiß und das war natürlich... Wenn derjenige, der sagt, ich übernehme jetzt die Kinder und ich übernehme Verantwortung, habe ich natürlich mir vorgestellt, dass das so ist. Aber er hat eine Haushälterin genommen und hat seinen
seine Sachen, die er vorher schon gemacht hat, nämlich abends nie nach Hause kommen, das hat er so weitergemacht und hat die Kinder praktisch sich selber überlassen. Ja, ich habe immer 10 Mark gekriegt und bin dann zum Tengelmann, habe mir Miracoli geholt. Und dann habe ich immer durchs Küchenfenster geguckt, wie die Nachbarn da alle, die ganze Familie am Abendbrottisch zusammengesessen bin und habe gedacht, Scheiße, was ist das für eine Scheiße, warum kann ich das nicht auch mal haben? Sich mit einer Familie am Tisch sitzen, wir zusammen essen. Das war schon ganz schön mies. Ja, und dann bin ich dann einfach auch nicht mehr nach Hause. Und dann hat er immer gesagt, ich bin um 10 zu Hause. Und dann habe ich gesagt, nee, das bin ich nur, wenn du auch da bist. Was soll ich da allein zu Hause? Und dann ist das halt total ausgeartet. Und ist dann, irgendwie ist es gekommen, wie es kommen musste. Weil irgendwann, da hatte ich so Angst vor, oder war so allein und wollte auch gar nicht mehr fühlen, was ich fühle. Also es gab eigentlich nur, das musste so kommen, wie es gekommen ist. Das habe ich dann, in dem Moment habe ich das dann auch gemerkt. Also Maike habe ich überhaupt keine Angst in der Richtung. Die ist viel zu realistisch. Und Maike, ich hatte ja überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich war ja total, also ich konnte mich noch nicht mal die Haare kämmen, wenn mir jemand zugeguckt hat. Und Maike ist ja auch erstmal also selbstbewusst und dann viel diplomatischer und klüger. Und sie hat ja auch immer, wir haben ja uns auch immer gegenseitig totales Vertrauen geschenkt. Ne? Ich habe sie immer das machen lassen, was sie wollte. Und sie hat im Gegenzug mir auch immer in allem die Wahrheit erzählt. Also bei Wiebke habe ich da viel mehr Angst, weil die einfach kleiner Teufel ist. Es ist so wie so eine Art Vorbild, nur halt andersrum, weil ich weiß, wie ihr Leben eben jetzt ist und dass es auch ganz anders hätte sein können. Und jetzt weiß ich sozusagen, was ich niemals tun sollte. So möchte ich niemals werden, weil ich möchte, dass mein Leben besser wird. Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass sie mir insofern da vertraut und mich sozusagen darüber nicht informiert, aber mich sozusagen Bescheid wissen lässt darüber, was im Moment irgendwie so losgeht, ob ich, was so los ist, ob ich mir jetzt irgendwie Sorgen machen muss oder nicht. Ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen wie eine Mama für sie, aber nicht so oft. Die ganze Topografie Kleinstadt hat so was Vertrautes, Heimeliges. Dieser Marktplatz mit der Fußgängerzone, die davon abgeht und dann der Bahnhof in der Nähe. Und ich merke einfach, da bin ich aufgewachsen, da komme ich her. Und irgendwie ist da sofort so ein, das rührt mich irgendwie an. Also ich habe irgendwie so eine Beziehung zur deutschen Kleinstadt im Allgemeinen. Und zu Erkelenz natürlich auch, obwohl es nicht wirklich eine der schöneren deutschen Kleinstädte ist leider, aber hat auch schöne Ecken. Da geht's rein zur Aula. Und da ist unsere Turnhalle und hinten ist dann das Mädchengymnasium auf der anderen Seite und dahinter ist die Realschule. Das war hier alles ein einziges Schulzentrum immer schon. Da warst du Klassensprecher. Ich war Klassensprecher, Mittelstufensprecher, Schülersprecher und Bezirksschülersprecher. Das passt eigentlich immer so ganz gut zusammen, weil ich ja grundsätzlich auch damals in so einer Opposition und Rebellion und Punkrock-Phase war und als Schülersprecher konnte ich halt da auch irgendwie auf offiziellem Weg so ein bisschen der Schulleitung Kontra geben und ja, das passte für mich gut zusammen. Ich war zu der Zeit ja auch nicht so drauf, dass ich nur breit in die Ecke gehangen habe. Für mich war Drogen nehmen ja so Teil von vielen anderen Dingen. Ich habe damals auch ein Fernsehen gemacht, ich habe mit Freunden eine Zeitung rausgegeben, ich war auf Konzerten, ich habe ja nicht nur breit in der Ecke gelegen. Also das darf man sich ja auch nicht so vorstellen. Das war halt so ein Element, ein Teil so meines gesamten Alltags, meines gesamten Lebens. Und das passte für mich alles ganz gut zusammen.
Also hat natürlich auch zur Folge, dass ich oft im Unterricht eingepennt bin oder im Sportunterricht kollabiert, weil ich irgendwie auf LSD Volleyball spielen wollte und die Nacht nicht geschlafen hatte und irgendwie nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Also es gab da schon einige Zusammenbrüche in der Schule. Josef, komm mal gucken, der Rosenstrauch. Boah, der liegt ganz an der Erde. Man darf nicht vergessen, meine Eltern leben in einer Kleinstadt im Neubaugebiet und süchtig sein war ganz klar ein Makel. Und natürlich ist das auch einer, der auf die ganze Familie abstrahlt. So, was ist da schiefgelaufen? Die müssen ja irgendwas falsch gemacht haben. So. Zumindest hat meine Mutter das so empfunden. Sie hat sich ihr halbes Leben lang gefragt, was sie falsch gemacht hat, was sie hätte anders machen können. Und das ist auch was, wo ich damals ganz deutlich gespürt habe, so wie übel das für dich war. Das weiß ich heute noch ganz genau, als ich dir diese Spritze entgegengehalten habe. Ich habe ja, das war nämlich vor der Therapie, als ich dann hier wieder gewohnt habe und meine Arme waren so zerstochen, ich habe überhaupt nichts mehr gefunden. Ich war total entzügig, mir ging es hundeelend. Du saßt im Badezimmer? Ich wusste nicht, wie ich diese verdammte Spritze in meinen Körper kriegen soll. Und dann habe ich dich irgendwann gerufen und habe bei dir geklopft und habe dir dann die Spritze hingehalten und gesagt, hier, du bist Krankenschwester, du weißt, wie das geht. Setzt du mir die Spritze und du bist total zusammengebrochen, das weiß ich noch. Du bist ausgerastet, du hast mich angeschrien und das war so einer der Momente, wo ich damals, was damals nicht so oft passierte, sogar damals gemerkt habe, so wie tief das geht und wie sehr du da darunter zu leiden hast, so was da gerade passiert. Ich hätte das einfach schon gar nicht gekonnt. Er hatte alles zerstochen, es war alles kaputt. Und ich bin auch kein Wundermensch. Ich hätte genauso nichts gefunden und hätte das genauso nicht hingekriegt. Und den da quälen, hier stechen, da stechen, das war es schon nicht. Das konnte ich schon nicht. Und dann war mir irgendwann klar, geht so nicht weiter. Ich habe alles probiert. Ich bin am Ende meines Lateins so. Die ersten Jahre habe ich immer gedacht, kann mir jeder erzählen, was er will. Ich weiß eh besser, was ich tue. Ich weiß eh selbst am besten, was gut für mich ist und wo es lang geht. Und irgendwann war klar, ich weiß es nicht mehr. Ich bin total ratlos und kriege nichts mehr auf die Reihe und nichts läuft mehr, wie ich es gerne hätte. Und da war mir klar, ich muss irgendwas tun. Ich muss was tun, sonst bin ich bald tot. Und dann bin ich in die Therapie gegangen. Ja, ich habe auch Psychologen aufgesucht in der Zeit, ganz oft und ganz viel. Und habe versucht, schaffen Sie das nicht, dass Sie mir ein bisschen härter machen können? Aber das gelingt natürlich nicht. Ne? Man ist, wie man ist. Und ja, du hast eigentlich ganz wenig Grenzen. Also du kannst dich ganz schlecht abgrenzen. Mhm. Ja. Mhm. Dann geht man da zu den Leuten hin, in der Hoffnung, die können einem helfen. Und die sagen einem knallhart, ihr müsst ihn in der Gosse liegen lassen. Und das kriegt man dann als Vater und Mutter oder als Eltern gesagt. Ne? Also ich fand das hammermäßig. Ja. Diesen Typ, ich wäre denen am liebsten an die Kehle gegangen. Heute ist es so, vor allen Dingen, dass wir immer wieder sagen, also ich mache das ganz gravierend, das sagt mein Mann immer, erzählt doch allen Leuten, dass ich dann da stehe so im Wohnzimmer und gucke so raus und denke über alles nach und sage, oh lieber Gott, danke, uns geht's so gut. Da denke ich sofort, der Jörg ist gesund, uns geht's gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich habe keine Wünsche mehr. Und das erlebe ich heute immer wieder. Und ich halte schon wieder wie immer. Ich lasse euch jetzt mal alleine. Ich muss mal. Bis später. Guck mal, du musst das alles rausschwitzen. Und ein ganzer kleiner Kinderkörper ist jetzt ganz beschäftigt damit, gegen den Schnupfen zu kämpfen. Oh, du hast immer noch so Fieberaugen. So schön, meine kalte Hand. Oh. Und dann würde ich sagen, mache ich dir mal einen Tee. Kriegst du ihn runter? Du musst was trinken. Ja? Machen wir dir ein Teechen. Ne? Und einen Toast? Ohne alles? Aber du kannst doch mal dran rumknappern. Ja, das machen wir. Ich komme mit dem Methadon überhaupt nicht klar, weil es mich, was heißt überhaupt nicht, es hält mich halt körperlich schmerzfrei. Aber der Psyche hilft das überhaupt nicht. Und ich möchte nicht
irgendwie immer die Notwendigkeit sehen, da selbstständig zu anderen Sachen zu greifen. Sondern ich möchte einfach ganz normal mein Leben leben, ohne irgendwelche Gedanken oder Verlangen nach irgendwas anderem zu haben. Und so ist das eben. Ich habe mich schon sehr oft mit ihr gestritten, deswegen. Weil ich auch oft einfach dann total sauer war, weil sie irgendwie total komisch drauf war. Und ich dann zu ihr meinte, was, weiß ich nicht, so nach dem Motto, nerv mich nicht, du hast schon wieder was genommen, ey, du bist richtig scheiße. Und dann hat sie sich halt total aufgeregt und meinte, das stimmt doch gar nicht, wie kannst du mir sowas vorwerfen? Und hat angefangen zu heulen und so. Und ja, ich glaube, hab ihr da aber manchmal nicht so ganz geglaubt. Also. Und es waren ja extreme Stimmungsschwankungen, wenn ich da vorher völlig verkrumpelt auf dem Sofa gesessen war und dann auf einmal dann jauchzen da, ja, lass uns dies, das, jenes machen und überhaupt und Redeschwelle. Und das ist ja auch manchmal ganz schön schräg reingegangen. Also einmal hat sie das Weinen angefangen und gesagt, ich kann das gar nicht so ertragen, wenn du so bist, diese Wechsel. Und von daher habe ich eben immer versucht, einfach zu warten, bis sie weg sind, bis abends, bis nachts. Bei Wiebke habe ich nur in den letzten Monaten gemerkt, dass sie mich sehr genau beobachtet hat. Ob ich ins Bad gehe, dann kam sie hinterher. Und da habe ich ja auch geguckt, dass sie abends schon schläft. Manchmal war es halt so, dass sie gesagt hat, sie ist weg bei Freundinnen und dann kam sie wieder. Und dann ist die mir überall hinterher. Und wenn ich auf dem Klo war, dann stand sie vor der Tür. Was machst du da? Und hat immer genau geguckt und hat mich dann von oben bis unten gemustert. Und dann habe ich schon gemerkt, das ist jetzt der Punkt. Da kann man ihr die Sachen nicht mehr verheimlichen. Klar hat sie es versucht, natürlich so unoffensichtlich wie möglich zu machen. Weil sie will uns das ja auch nicht so... Ich weiß nicht. Und sie will zwar, dass wir es wissen, aber sie muss uns ja nicht direkt so damit konfrontieren, weil es ist ja einfach hart und sie weiß genau, dass das einfach nicht richtig wäre. Aber jetzt einfach mal, um das so zu sagen, ich bin ja auch nicht dumm und meine Schwester ist ja auch nicht dumm. Und ich finde, das merkt man einfach. Ich weiß ja, wie sie ist. Ich sehe sie ja ständig. Ich bin nur mit ihr aufgewachsen. Und ja, das ist klickt auf einmal in deinem Kopf und dann weißt du, das Einzige, was jetzt, was du tun kannst, ist was zu nehmen, damit du dich einigermaßen normal fühlst und glücklich und nicht mehr diesen fürchterlichen Trauer und Schmerz und was auch immer in dir hast. Und dann hört es nicht auf, solange bis du losgehst und dir irgendwas holst. Seit 5 Wochen nehme ich an einer medizinischen Studie teil, in der Morphin an Schwerstabhängige abgegeben wird. Dort bekomme ich dann im Wechsel mehrere Wochen Morphin und mehrere Wochen Methadon, um die unterschiedliche Wirkung zu testen. Das Schöne daran ist, das sind Retard-Tabletten, also die werden nach und nach im Körper freigegeben. Und ich werde jetzt überhaupt nichts spüren. Mir wird es eine Stunde nicht anders gehen als jetzt. Ich habe ganz einfach ein Endorphin-Level-Spiegel, der immer gleichbleibend ist, den jeder normale Mensch hat, um einfach nicht verrückt zu werden. Und damit bin ich ganz normal, so wie es sein soll. Das Verlangen ist ihm jetzt total weg, weil im Grunde wird Heroin in dem Moment, wo es aufs Hirn trifft, zu Morphin umgewandelt. Das ist genau das Gleiche. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass wenn die Studie zu Ende ist, dass es in dem Zeitraum freigegeben wird. Ach, Wiebchen.
Magst nicht irgendwas Süßes naschen? Oh je, je. Das kann man dir nur Gutes tun. Ich fühle mich dann mal so hilflos. Ich denke mal, jetzt läuft das alles ganz gut, auch mit dieser Studie und so weiter. Aber sie weiß auch, glaube ich, selber nicht, wie das danach sein soll. Sie sagt ja auch, sie kann nur hoffen. Und das kann ich auch. Ich weiß nicht. Mir ist es schon der Kinder wegen wichtig, weil ich möchte ja auch nicht, dass meine Kinder irgendwann angemacht werden. Und deine Mutter, was ist das denn für eine? Die nimmt ja Drogen. Weil jetzt ist es ja keine Droge mehr. Das ist ja ein vom Arzt verschriebenes Medikament. Also sie hat wahrscheinlich viele Fehler gemacht in ihrem Leben, aber sie weiß trotzdem noch, was richtig ist und was nicht und was einfach Vorrang hat. Und ich bewundere sie echt manchmal für ihre Art, wie sie immer alles auf die Reihe bekommt mit irgendwelchen Ämtern. Und wir sind ja auch so oft umgezogen. In Hamburg sind wir angekommen mit gar nichts. Und sie findet immer sofort eine Wohnung. Und immer, wenn es irgendwas zu tun gibt, sie verschiebt das nie nach hinten und kriegt einfach immer alles irgendwie hin. Deswegen, dafür bewundere ich sie echt. Und da brauche ich sie auch manchmal echt einfach dieses Gefühl, dass ich weiß, egal welcher Scheiß ist, ich kann immer sagen, Mama, ich habe was Doofes gemacht, hilf mir mal bitte. Und dann ist sie immer da und das finde ich toll. Schwierig, schwierig. Sonst hörst du ja nichts. Ich hab dir ein Brot gemacht. Ich weck dich um 6:10, ja. Schön schlafen. Noch 10 Minuten schlafen. Was? Ja, noch 10 Minuten. Tschüss. Schön auflegen. Auf den Knopf drücken. Ich warte so. Tschüss. Guten Morgen. Schule. Schule. Ja, und steh mal auf, damit du nicht wieder einschläfst. Hallo. Du musst mit mir reden, sonst schläfst du ein mit dem Hörer in der Hand und dann ist ganz zappenduster. Ich mache die Arbeit hier seit 10 Jahren und ich kann im Grunde den Laden komplett allein führen. Ich weiß, was ich mache und ich bin nett zu den Kunden. Ich komme gut klar mit allen Kunden und was will man mehr? Wenn ich jetzt zu Hause sitze, Tag für Tag, Moment, Sammelband, dann schade, dass mir, glaube ich, psychisch und physisch mehr, als wenn ich jetzt hier ein paar Stunden reingehe, weil da fällt mir dann die Decke auf den Kopf. Guten Morgen. Guten Morgen.
was leider nichts. Nichts? Nö. Ich will einmal neu, bitte. Mhm. Für nur Samstag? Samstag und Mittwoch. Und Mittwoch, eine Woche. Bitte, ja. Ja. Obwohl ich durch die Substitution jetzt eigentlich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich habe überhaupt kein Suchtverlangen, ich habe kein Gefühl, dass ich mir irgendwas beschaffen müsste. Mir geht das so gut, aber ich bin trotzdem noch extrem empfindsam mit allem. Und das ist so gerade an der Grenze, dass ich sagen kann, es geht jetzt so. Also mir wäre es am liebsten, wenn nach der Studie jemand kommen würde und sagen würde, es ist genehmigt, dass Morphin an Abhängige ausgegeben wird. Dann wäre mein Leben das erste Mal in 30 Jahren einfach so, dass ich sagen kann, jetzt bin ich richtig so zufrieden mit dem, was ich mache, wie es mir geht. Und ich muss nichts mehr verheimlichen, weil ich ja dann gleich in die Schublade Drogenabhängiger geschoben werde. Dann bin ich ja nicht drogenabhängig, sondern ich kriege vom Arzt Medikamente. Und das ist ja natürlich was ganz anderes für die Gesellschaft, als jemand, der sich auf der Straße illegale Drogen kauft. Ausstieg links. Naja, für mich letzten Endes ist Schreiben auch was gewesen, was mir ein Stück weit auch den Arsch gerettet hat. Also ich glaube, das ist für mich im Vergleich zu vielen anderen, mit denen ich zusammen in der stationären Therapie war, immer ein Vorteil war oder dass mir das vieles leichter gemacht hat, dass ich immer wusste, es gibt noch was anderes in meinem Leben, das mich begeistert und das ich mit Leidenschaft betreibe. Und es gibt was, was ich kann, es gibt was, das mich begeistert, das mich fasziniert und es gibt auch was, worauf ich aufbauen kann, wenn ich da raus bin. Schreiben ist meine Art, mit der Welt in Kontakt zu treten. Ich glaube, jeder hat so seine Strategien, so wie er Dinge verarbeitet. Und ich glaube, Schreiben ist für mich auch ein Verarbeitungsmedium in gewisser Weise. Ich habe manchmal das Gefühl, so Schreiben ist die Fortsetzung von Denken oder besser gesagt sogar noch von Reden. Ja, ich liebe Sprache, ich liebe es zu lesen, ich liebe es zu schreiben. Ich kann mich auch an der Arbeit berauschen in gewisser Weise. Also ich weiß noch, so die Erfahrung bei meinem ersten Text, wenn ich gemerkt habe, so, es klappt. Also ich kann tatsächlich einen Text schreiben, so, von dem ich das Gefühl habe, der vermittelt das, was ich denke oder der vermittelt das, was ich erlebt und empfunden und gehört habe. Das war ganz toll. Das war für mich ein ganz, ganz großartiges Erlebnis. Da Glätteisen wieder, von wegen ordentlich und ich bin schlampig. Und das Haarspray. Nerverei ist drin. Hast du einen Schlüssel? Wo ist dein Schlüssel? Hast du es kürzer geschnitten? Nein. Ich hoffe, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Wenn nicht, ich weiß nicht, ich habe jetzt 22 Wochen oder noch 20 Wochen. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, wenn ich wieder zurück muss ins Methadon-Programm. Das wird schrecklich. Und ich kann nur hoffen, nachdem das Heroin legalisiert ist, dass sie eine Stufe weniger schlimm, dass sie das auch legalisieren oder zumindest sich Gedanken drüber machen und die Leute, die jetzt in der Studie sind, so lange weiter damit versorgen. Also, aber es weiß keiner irgendwas. Keiner hat irgendeine Ahnung. Aber eigentlich muss man es von unten machen. Ich versuche mir da jetzt erstmal keine Gedanken drüber zu machen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das weitergeht. Jetzt führe ich ein Doppelleben, also gegenüber meinen Kindern nicht mehr, aber meiner Umwelt gegenüber glaube ich nicht, dass ich da jetzt allen erzählen könnte. Ich meine, zu der breiten Masse kann man nicht sagen, ich bin berufstätige Mutter und nehme Opiate ein.
wobei sie ja jetzt legal sind. Ich denke mal, es werden viele Leute dann ganz anders auffassen. Aber trotzdem wird es sehr, sehr viele geben, die das nicht verstehen werden, die sagen würden, warum kannst du das nicht einfach aufhören? Das muss doch möglich sein. So wie das jetzt irgendwie immer aufgenommen wird und ich glaube, egal wie viel man dann erklären würde und die ganze Situation und ihre ganze Lebensgeschichte, das würde einfach nichts bringen. Und ich weiß nicht, wenn mich direkt jemand fragen würde, würde ich auch nicht sagen, nein, um Gottes Willen, aber... Und wenn dich jetzt ein sehr guter neuer Freund fragen würde, sagen würde, sag mal, nimmt deine Mutter irgendwelche Medikamente oder so? Könntest du dann einfach sagen, ja, die ist, nimmt Morphin, substituiert? Nö. Ich würde mich vorstellen. Ja. Ich meine, das ist das Einzige an der ganzen Sache, was mir wirklich leid tut, dass Maike irgendwas ausbaden muss oder worüber über ein Thema lügen muss, wo ich weiß, dass sie überhaupt nicht gerne lügt und ne, wofür sie gar nichts kann. Dass ich ihr das quasi so aufgezwungen habe, das ist wirklich das Einzige, was ich an der ganzen Sache bereue. Alles andere, das ist nichts zu bereuen oder darauf stolz zu sein oder zu verachten, dass das passiert und das ist so und das ist mein Leben, aber das bereue ich wirklich. Also da habe ich kein gutes Gefühl. Es ist jetzt einfach so, wie es ist und ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mich irgendwann schrecklich beeinflusst hat und dass ich ein viel schlechteres Leben dadurch hatte oder so. So aufregend diese Drogenrausch-Extremerfahrungen sind und so viel Spaß mir das gemacht hat, ich glaube, die Erfahrungen, die heute für mich, für mein Leben und für mich als Mensch und Person viel wichtiger sind, sind die Erfahrungen, die ich in den Entzügen und in den Therapien gemacht habe. Diese Grunderfahrung, selbst wenn du das Gefühl hast, du willst am nächsten Tag nicht mehr wach werden und du hast, dein Leben ist eine einzige Katastrophe. Ich bin wirklich morgens wach geworden und hab meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, weil ich so einen Tag nicht mehr erleben wollte, wie den ich hinter mir hatte. Und dann wirklich die Erfahrung zu machen, danach kommt noch was, danach kann noch was kommen. Und ich kann dafür sorgen, dass danach noch was Gutes kommt. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale, elementare Erfahrung in meinem Leben. Zu spüren, ich habe die Möglichkeit, meinem Leben eine Wendung zum Besseren zu geben.